Hallihallo und recht herzlich willkommen zum Spiel gegen Nasht Wahad Nasht FC. 24 Chemie, 89 Bewertung. Ja, Kylian Mbappé im Sturm. Das heißt, es ist ein zweiter Ronaldo mehr oder weniger. Al-Owairan im Mittelfeld. Ach du, 99 Tempo. Ach du Scheiße. Valverde. Oh, grüne 9. Neymar, Mbappé vorne. Innenverteidigung ist Araujo und Marquinhos. Donnarumma am Tor. Hm, toll, jemand Großes. Al-Shaharani. Bank 8, oh, grüne 9. Goodbye. Vinicius, Ribéry, jo. Mané auch noch, klar. Was haben wir sonst noch? Ist irgendjemand übrig geblieben? Ach du grüne 9. Na gut, schauen wir mal. Legende. Letzte Woche verloren. Heute vielleicht mit einem Sieg. Ich habe einen neuen Verteidiger im Blick. Aber ich glaube, dafür fehlen uns aktuell die Spieler leider. Wir haben Freitag in Blau gespielt. Dann dürft ihr heute in Dunkelblau spielen. So, Argentinien. Heute gerade unterwegs im Finale. Ich habe gerade keine Ahnung, wie es steht. Noch nicht. Ich spiele ja hier am Samstag. Aber ja, Argentinien ist mein Favorit auf die Weltmeisterschaft heute. Ich hoffe, dass ich richtig liege. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Alter Bär, Mbappé vorne. Let's go. Ich überlege, vielleicht direkt defensiver starten sollten, um diesem Kylian Mbappé Al-Owairan-Ding aus dem Weg zu gehen. Weil da hat man schon ein bisschen fast zu viel Tempo. Carvajal gegen Neymar. Gut gelöst. Muss man ihm lassen, Gnabry. Benzema. Raus auf Gnabry, der hat Platz. Kann er den Platz nutzen. Sie lassen uns aufbauen hier. Boah, stark von Schweinsteiger. Gegen Mbappé. Ganz stark gespielt. Und 1-0. Genau daraus wird das 1-0. Boah, war das eine klasse Grätsche von Schweinsteiger. Geleco mio. Das ist der Schweinsteiger, den ich sehen will. Genau das ist der Schweinsteiger, den ich sehen will. Boah. Das und nicht anders. Lecco mio, ist das eine Grätsche. Ich brauche Schweinsteiger da im Bild und nicht Mbappé, sehe ich gerade. Und mit Schweinsteiger hätte man noch die Schiedsrichterin mit drauf, mit Glück. Im richtigen Winkel, yep. Boah, ist das eine krasse Grätsche. Das hat er schon ein bisschen Philipp Lahm Charakter, wie er den Ball da abnimmt. Wundervoll. Schiedsrichter sagt auch sofort weiterspielen. Ballack mit dem Pass. Gnabry passt auf, schickt Benzema. Und Tor. Und Schweinsteiger ist happy. Verdient, aber was eine Bude, Junge. Alter. Die Hammergrätsche, absolut Hammergrätsche von Schweinsteiger. Genau im richtigen Moment so. Nee, den Pass kriegst du nicht weiter. Der Ball geht in die andere Richtung, Freundchen. 1-0 Führung für unsere Mannschaft. Wichtig ist, dass wir Mbappé vom Ball weghalten. Auch Neymar mit seinen Dribblings kann da gefährlich werden. Carvajal passt auf. Der Ball war nicht unbedingt gut von Gnabry. Morientes, den hätte man erreichen können. Rüdiger. Schweinsteiger. Mané. Schade, diesmal kriegt Schweinsteiger den Ball nicht gegen Mbappé. Und Mbappé mit dem Ball. Langer, hoher Ball auf Neymar. Ah, der kriegt den Ball an Carvajal vorbei. Rüdiger dann aber zum Glück da. Rüdiger ist aktuell auch ein bisschen so unter Beobachtung, nenne ich es mal.
wieder der Ball von Benzema auf Ballack, der da verloren geht. Rüdiger gegen Mbappé. Mbappé am ersten Tor. Jawohl, das ist das, was ich sehen will. Carvajal, zweiter Pfosten. Wäre jemand, der frei steht. Das ist 99 Speedman. Wir haben auch einen. Fast. Alfonso Davies ist zumindest, was Tempo angeht, gut mit dabei. Alaba. Oh, Alaba. Mbappé. Mbappé. Das ist zu viel Dribbling schon wieder. Ja! Ja! Digga! Und das geht mir auf den Sack. Du hast ihn schon besiegt im Duell. Und dann kommt er irgendwie mit Glück noch hin. Marquinhos, ja. 99, top außen. Alter, da krieg ich so eine Krise innerlich. Toller Ball von Benzema. Ja, danke. Oh, Donnarumma, leck mich. Das muss es 2-0 sein, Gnabry. Junge, das muss es 2-0 sein, ohne Widerrede. Da gibt's kein Hätte, wenn, aber. Sané, wieder Donnarumma. Ist unten Sané, klasse aufgelegt von Schweinsteiger. Oh, linker Fuß, Basti. Probier's halt mit rechts. Dann greift mich Hakimi gleich an. Ballack. Oh. Hätte ich den Ball erst annehmen müssen. Bevor wir ihn versuchen so zu verwerten. Fragezeichen. Ich glaube ja. Alaba. Alaba. Boah, das ist ein toller Ball. Und Rüdiger steht wieder da wie ein Baum. Gnabry. Ballack fällt. Gibt nichts. Boah, Schweinsteiger gegen Mbappé. Die zwei haben es halt ordentlich aufeinander abgesehen. Oh, Rüdiger hebt es abseits komplett auf. Rüdiger, was machst du da eigentlich? Digga, spielt Rüdiger eigentlich gegen uns oder mit uns? Muss ich jetzt einfach mal fragen. Wenn er einfach stehen bleibt, schau mal, wie der Mbappé ins Abseits laufen lässt, dieser Trottel. Junge, du bist so eine Fehlbesetzung. Mittlerweile. Ganz ehrlich. Das tut richtig weh. Wenn wir wissen, wie wichtig und schnell anfangs Rüdiger für uns war. Und jetzt schauen wir uns an und denken uns einfach nur noch so. Boah, auswechseln bitte und zwar zügig. Und wieder kommt er durch. Wieder Rüdiger. Digga. Ich spiele in der Dreierkette da hinten. Ich spiele plötzlich mit einer Dreierkette da hinten, weil Rüdiger nichts mehr gebacken kriegt, die Nase. Nichts mehr. Das ist so schade. Ja. Und das ist jetzt. Und wieder Rüdiger im Duell gegen Mbappé. Ja, kriegt er nicht hin. Da, schau mal. Davies steht einfach nur, zack, kriegt den Ball. Perfekt. Mané gegen Hakimi. Eine Minute Nachspielzeit.
Davis. Digga, dann gib doch... Weißt du, bei den anderen jetzt hätte es noch Ecke gegeben beim Computer, weißt du? Krise bei sowas. Aber die Krise kriege ich im Moment am meisten wegen Rüdiger. Seitdem Rüdiger drin ist, muss ich sagen, als wo Hernandez noch da war, war das echt eine sichere Innenverteidigung. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, geht gar nicht. Geht gar nicht. Da, und jetzt hat er wieder so einen Moment, nach der Halbzeitpause, jetzt funktioniert es plötzlich wieder. Aber da, wenn du ihn brauchst, hast du verschissen. Gnabry kriegt den Ball nicht an diesem 84er vorbei, Alter. Ja, dann hol ihn dir halt, Junge. Willst du mich verarschen, Gnabry? Morientes und wieder dieser scheiß Donnarumma, Alter. Wir hätten schon längst 2-0 führen müssen. Anstatt dass er mit links schießt, nee. Legt dann sich richtig, richtig unnötig schwer auf den falschen Fuß. Alaba muss aushelfen. Alphonso Davies ist rausgefallen durch ein Tackling. Ja, Rüdiger, dann komm halt drauf! Boah! Du siehst doch, dass da keiner mehr steht, Alter! Und wieder Rüdiger. Och, nee, echt nicht. Leute, sorry. Wir starten nochmal neu und ich tue Rüdiger raus. Weil Rüdiger, das ist... Rüdiger ist eine Frechheit. Sorry, muss ich einfach mal sagen. Rüdiger ist eine Frechheit. Da kann ich einen depperten Müllsack hinstellen. Der ist besser als Rüdiger. Ehrlich, der kann nichts. Der kann nichts. Hoch, hoch. Wo ist die Arbeitsrate in der Verteidigung hoch? Der läuft zweimal hin und her, hat keine Ahnung, wo der Ball ist und verliert ihn wieder. Sorry, das geht einfach nicht. Kann so nicht spielen, es geht nicht. Mal schauen, ob wir Opa Meccano vielleicht doch basteln können. Irgendwie. Wir haben eigentlich die Spieler nicht dazu, dass wir ihn basteln. Wir haben eigentlich die Spieler nicht dazu. Das ist schade. Schauen wir es nochmal. Das ist halt nur auffallend, weißt du? Wir kriegen das 1-1 und da ist Rüdiger eigentlich schon mit Schuld, weil er macht einfach nichts mehr. Er steht einfach nur da. Ich muss ihn auswählen, dass er überhaupt irgendwas macht. Ansonsten steht er da drin wie eine 1. Und das ist halt schade. Das ist halt wirklich schade. Stark von Casillas pariert. Ganz, ganz stark. Ja, das ist das, was ich halt einfach erwarte. Oh, schönes Dribbling. Mbappé. Also langsam frage ich mich halt echt auf Legende, ob das... Vielleicht müssen wir auch wieder runtergehen, aber wie gesagt, was mich bei Legende man wirklich nervt, sind diese Dribblings. Die sind so fern jeglicher Realität, diese Dribblings, die sie teilweise machen, wenn sie dann anfangen. Mbappé oder auch Ronaldo das letzte Mal, das war einfach nicht mehr schön. Problem ist halt, dass sie auf Weltklasse die anderen halt auch einfach herspielen. Muss man halt auch leider einfach dazu sagen. Ja, Digga, du wusstest nicht mal, dass ich da gerade stehe. Aber gut, Carvajal. Gnabry. Boah, Mistpass. Ballack. Mani. Boah, kriegt den Ball gerade noch weiter. Spielaufbau von hinten. Wir nehmen sogar Carvajal mit. Oh, Alter. Dann bleibt er, weil ich pass drück, bleibt er stehen. Ach, Daniel, du bist schon...
Natürlich sollst du beschleunigen, wenn ich dir sage, du sollst laufen. Aber du sollst halt nicht stehen bleiben, wenn der Ball kommt. Oder wenn der Ball so nah an dir ist. Das ist doch wieder Donnarumma. Das ist Wahnsinn. Okay, damit habe jetzt nicht mal ich gerechnet. Mané. Handspiel. Elfmeter. Marquinhos. Mit der Anschuldigung. Sie schüttelt schon den Kopf. Morientes gegen Donnarumma. Donnarumma kann ihm nur hinterher schauen. 1-1. Donnarumma. Donnarumma prallt er nochmal zusammen mit Morientes, der den Ball da versucht direkt zu nehmen. Und Donnarumma, was macht der denn da? Gnabry, Brustannahme und Abrichtung, Tor den Ball, weil das war nämlich leer. Hier, zack. Schöne Ballannahme und dann siehst du. Oh, Donnarumma, das kannst du nicht machen, Junge. 17. Minute, 2-1 Führung. Ach, Baller kriegt ihn voll gegen sich gepfiffen. Bin jetzt nicht so begeistert von. Lauf, lauf, lauf. Du kriegst den Ball, Sadio, wenn du läufst. Der kleine Saudi-Arabien, die ganze Zeit wie ein Schatten hinter ihm. Muss uns auch da. Oh, schön gemacht. Wer war's? Hernandez. Vielleicht habe ich Hernandez echt zu früh runtergenommen. Oder meint ihr, dass es vielleicht doch an den 31 von 33 Synergie lag. Aber da müssten die anderen Mannschaften ja so viel schlechter spielen gegen uns, die dann nicht ansatzweise irgendwie 20 oder so hinkriegen. Oder so wie unser Gegner ist. Was hat sie? 12? Gleich. Beide mit einem Elfmeter, Al-Jaber. Mané gegen Hakimi. Mané. Gnabry. Was für ein Auge von Gnabry zu sagen, nee, pass auf, ich versuch's nicht Richtung Tor, ich lege ihn zurück Richtung Ballack. Ballack nimmt ihn ab, an, zack, rein damit. Schöner Block von Marquinhos, aber das bringt nichts mehr. Ballack schaut sich das, boah, Donnarumma sieht jetzt aber auch nicht gerade Bombe aus, aber gut. Michael Ballack mit einem Hammertor, 3-2. Ich find's nur interessant, dass wir defensiv, seitdem Hernandez drin ist, wesentlich besser stehen, obwohl wir hinten noch nicht mehr so viel zu tun hatten wie im anderen Game bisher. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wenn wir jetzt mal wirklich was zu tun kriegen von Mbappé und Co., ob wir dann wirklich das Wackeln anfangen. Würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Kassier ist noch dran an dem Ball. Das ist auch krass. Der ist abseits aufgehoben. Wer klärt? Hernandez klärt. Das sind die kleinen Dinge, die muss ich jetzt schon mal hervorheben.
Es ist nicht Rüdiger, der auf der Linie steht und den Ball klärt. Ich hätte mich jetzt interessiert, ob Rüdiger dasselbe getan hätte, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaub's mal nicht. Wieder Hernandez. Im Dribbling kommt er an den Ball. Oh, ich wollte gerade sagen, das war ein blöder Pass von mir. Aber der war leider schon gespielt. Ich hätte nur schauen können, dass ich vielleicht mit Lenken den Ball in eine andere Richtung kriege, wo ich ihn haben will. Mané, schön durch die Lücke. Morientes, 4-2. Kein Abseits. Morgen gibt es übrigens neue Trikots, ne? Also ab Dienstag, nicht ab morgen. Aber heute letztes Spiel in diesen wundervollen weiß-blauen Trikots. Eieieiei, schön gemacht. Morientes, schön durchgesteckt. Der Schuss kommt. Und der Ball ist drin. Vielleicht sollten wir wieder miteinander spielen in Verteidigung. Vielleicht war das auch ein Grund, warum Neuer nicht mehr so funktioniert hat. Wobei ich sagen muss, Kassiers funktioniert super jetzt. Neuer war zwar ein bisschen größer als Kassiers. Auch Alaba ganz anders unterwegs. Boah, Mané. Boah, Donnarumma. Wieder Not. In höchster Not. Neymar, Donnarumma. Jetzt schwimmen sie aber gerade da hinten. Jetzt wollen sie es schön spielen. Und kriegen es aber gar nicht gebacken. Jetzt da haben sie die Kontrolle. Nee, haben sie nicht. Doch, sie behalten zumindest den Ball. Kontrolle würde ich es jetzt mal noch nicht nennen. Jetzt da haben sie sich da hinten mal ein bisschen befreit. Neymar gegen Carvajal. Stark gemacht. Abgelegt, das war... Habe ich kommen sehen. De Jong nicht im Abseits. Davis dazwischen. Schön verschoben. Hernandez rutscht raus. Alle rutschen eins auf. Und das ist das, was mir bei Rüdiger fehlt. Wenn Rüdiger rausgelaufen ist. So hast du vorhin gesehen, wo Mbappé startet. Anstatt dass Rüdiger ihn einfach laufen lässt und sagt, ja, lass ihn halt einfach ins Leere laufen. Er hat keinen Ball. Der Ball kommt nicht zu ihm. Nee, ich muss ihm vorher schon hinterher sprinten. Hebt die komplette Abseitslinie auf. Schade. Hast einen 87er Rating Verteidiger, der eigentlich nicht unbedingt die hellste Leuchte ist. So blöd es klingt. No. Jetzt drücken sie aber ordentlich. Och, Gnabry, das ist wieder so ein Pass, wo ich sage, Alter, der geht einfach nicht. Der Pass geht einfach nicht. Du kannst nicht so einen Nulpenpass spielen. Was macht der kleine Franzose? Oh, der kleine Franzose jetzt eigentlich auf dem Flügel. Ja, Ball verlieren. Wie wir hier gerade gesehen haben. Carvajal. Ballack. Benzema. Carvajal. Kriegt den Ball nicht am Saudi-Arabien vorbei. Und der schickt Mbappé. Und das ist unschön. Schweinsteiger mit dabei. Hernandez verschätzt sich ein bisschen. Alaba ist da. Kein Problem. Ach, Schweinsteiger kriegt den Ball wieder nicht weiter. Kleine Abschwimmungsschwierigkeiten. 3-4. Ja, das war blöd. Das war blöd. Diesmal ist es Carvajal, der nicht aufrutscht und Alaba, der nicht hingeht beim Zurücklaufen. Hätte locker hingehen können. Ja. Sorry. Och, Carvajal. Anstatt, dass er sich einfach zum Ball grätscht. Nee, versucht es irgendwie dumm gegen Ball zu grätschen. Boah, Kassiers, lecko mio. De Jong.
Abschluss. Stark gemacht von Benzema. Brust reingestellt. Spieler ins Ausgedrängt. Gegner verliert den Ball. Ach die Junge, ja. Schleicht sich von hinten an, stellt sich hin und es reicht wieder, dass er an den Ball kommt. Gnabry, so wichtig, 5-3. Sechsundsechzigste Minute. Schön gespielt, toller Doppelpass mit Benzema. Davis pennt. Kommt er noch hin? Daumen nach oben. Respekt, Alfonso Davis. Hey, Fonsi. Löst er mal wirklich ganz stark. Carvajal. Ballack. Ballack sofort angegangen von Marquinhos, der da 10 Meter rausrutscht. Hernandez. Ganz ruhig. Ganz ruhig, der Franzose. So, Neymar raus, Sadio Mané für den Gegner im Spiel. Ja, das muss ich aber auch sagen. Nein, das ist ein geschenktes Tor, weil ich ziehe hier, ich möchte hier im Trikot ziehen. So, und jetzt Alaba macht einen dummen Schritt einfach irgendwo. Da, und jetzt zieht er erst am Trikot. Er macht das Ganze nicht das, was er machen soll, und dann macht er diesen Zwischenschritt 10 Meter entfernt. Ja, toll, super, bringt mir viel. De Jong. 4-5. Ja, es ist so schön, dass Mbappé nicht mehr dabei ist. Bringt ihm auch wenig, wenn Gnabry halt auch nicht mitmacht. Machen. Da gibt's keine hätte, wäre, wenn, den muss er machen. Oh. Muss er machen. Ja, zweiten Mal so ein Ausrutscher. Das war jetzt fast Verteidigungsfehler gewesen. Hernandez. Carvajal. Gnabry. Gibt Abseits. Oh, gibt Abseits nachträglich. Schade. Das sind die Szenen, wo wir den Ball kriegen müssen. Ja, tun wir. Meunier. Ach, Meunier, aber ich weiß nicht, was Becker macht. Versteckt sich dahinter im Gegner. Das ist nie gut. Al-Jaber 5-5. Alaba, was machst du denn? Klärt den Ball nicht. Geht dann nicht entscheidend drauf, was er hätte tun sollen. Ja, Benzema spielt auch nicht den Spieler an, den er hätte anspielen sollen. Ball hätte wieder rausgehen sollen. Hernandez, Meunier, Ballack.
Ja, dann spiel den Ball doch einfach normal vorbei. Du musst nicht halb hoch auf Valverde spielen, der direkt vor deinem Schädel steht, Alter. Junge. So, letzte Chance. Davis. Thuram. Insigne, das wäre zu schön gewesen. Das wäre zu schön gewesen. Wir müssen in die Verlängerung gegen dieses Team. Oh, aber ihr seht auf einmal, was möglich ist, wenn du plötzlich einen zweiten Verteidiger da hinten hast. Natürlich ist es beschissen, dass wir immer noch, keine Ahnung, 5 Gegentore kassieren, weil ich mir einfach denke, das kann es nicht sein, dass wir immer noch 5 schlucken müssen. Noch. Schweinsteiger, es hätte ein 0-2 Kampfwert. Oh, schön gespielt. Thuram setzt sich durch. Der hat den Körper dafür, dass er sich da durchsetzt. Benzema! Den blockt Marquinhos! Das kann nicht wahr sein, Alter. Das kann nicht wahr sein. Bollack, Schweinsteiger. Benzema und wieder Donnarumma. Das war jetzt für mich eine Station zu viel. Benzema im Duell mit Mané stark. Ganz... Ach, Becker. Ja, Becker passt nicht auf. Das Gute ist, dass Alaba hinten aufpasst. Wenigstens irgendeiner. Ja, da steht halt mal gar keiner. Weder Freund, noch Feind, noch sonst jemand. Thuram! Donnarumma. Geht der mir auf den Sack, Junge? Junge, geht der mir auf den Sack. Schweinsteiger! Diesmal nicht mit dem Gezirkelten! Nein, diesmal hämmert er ihn! Boah. Blut, Schweiß und Tränen. Ist ihren schnellsten Spieler, dem Alphonso Davies aber mal wieder den Ball abläuft. So, Lorenzo Insigne, unser kleiner Italiener, unser Kampfzwerg praktisch. Immer noch eine der besten Squad-Building-Challenges, die ich je abgeschlossen habe in meinem Leben. Insigne wartet auf Davies, den nimmt er mit. Davies, ach, kommt nicht an Ashraf Hakimi vom Hakimi. Ja gut, sie pfeift zur Halbzeit. Sie pfeift zur Halbzeit in der Verlängerung. Alter Verwalter. Was ein Sonntag. Haben Sie gerade Vinicius gebracht? Ja, haben Sie. Toll. Hernandez, stark, stark. So, außenrum. Sie spielen nur noch mit Dreierkette. Thuram, oh, ist abseits, schade. Ich habe unten gerade die Fahne hochgehen sehen. Pass kam Millisekunden zu spät. Digga, da stehen zwei frei und du schaffst es genau dem einen Spieler den Ball zu spielen, der direkt vor dir steht. Der einzige Gegner im Universum in 5 Meter Nähe. Digga, Ballack. Echt. Ja, Benzema, Leute. Nein, ist nicht der Gegner, es ist Benzema, der Thuram hier den Ball streitig macht. Schön gespielt. Insigne, die hat Tempo. Der kann noch.
Und sie, der kann noch Turan, der kann auch noch. Das ist Ballack! Turan! Und es ist wieder Lilian Sech und Markus Turan, 116. Minute. Der trifft, der Junge ist Gold! Volley, zack. Donnarumma ganz, ganz schlecht, wie der ausschaut. Warte mal, wieso hat der 88? Wir haben doch kein 88er Turam gebaut. Der war doch nur 85. Hab ich was verpasst? Natürlich zwei Tore Führung. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Luft in diesem Duell mal. Ball nicht ins Ausgehen lassen. Stark Lorenzo Insigne. Sofort mit. Der kleine französische möchte gern Zwerg steht im Abseits. Sieg! Es geht doch! Es geht doch! Turam wird irgendwie doch noch zum Matchwinner in diesem Game. So aus dem Nichts. Aber geil. Aber absolut geil. 1900 Punkte. Wundervoll. Komisch, oder? Wir stellen Hernandez auf und es geht das ganze Spiel. So, was mich jetzt aber kurz noch interessiert, warum hat Thuram 88? Ist das, weil er dieses Spiel gewonnen hat? Nee, ist eine andere Karte. Das ist noch eine ganz andere Karte, als wir gemacht haben. Wir haben noch den 85er Thuram gemacht. Ah, Showdown Plus, weil er gewonnen hat. Ah, oh. Oh. Krasse Werte. Okay. Ja, Mané ist deutlich schlechter als Thuram. Aber den in der zweiten Hälfte von Morientes zu bringen, holy camoli. Das würde aber bedeuten, wenn, jetzt pass auf, wenn Frankreich Weltmeister werden sollte, hätte der 90. Wir haben aber, glaube ich, keine Spieler, die gut genug sind. Mehr. Ja, wir haben keine 88er Spieler mehr. Wir haben die alle verbannt. Schade. Wir haben die geopfert. Warte mal, Mario Götze? Sturm eigentlich auch noch spielen. Ja gut, aber na ja gut, klar. 2014 das Tor. Ja dann. Was haben wir jetzt hier alles freigespielt heute? Bonus holen, Woche 5. Das sind noch ein paar XP, die da dazukommen. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir können hier durch die XP noch ein bisschen was einlösen. Stadionanpassung 2, Trophäenplätze freigeschaltet. Bonus holen. Das sehen wir dann alles nächsten Samstag, was da drin ist. Und noch ein Meilenstein freigeschaltet. Ach Gottchen. ...75-83 Spielerpack. Yay. Das ist ein krasser Schritt. Wow. Am nächsten Ziel kriegen wir noch ein Premium Goldspieler-Pack. Na, guck mal an. Sehr schön.
Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich sage Ciao mit V und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Online Survivals. Bis dann. Tschüssikowski.